Hi, ich bin Marc, bin Medienstudent an der Hochschule Mittweida. Ich bin 25 Jahre alt und bin Schlagzeuger der Band Basie. Schlagzeug spielen gelernt habe ich mir selbst beigebracht. Ich hatte aber einen sehr guten Kumpel früher, der mir da quasi den einen gewissen Schub gegeben hat. Ich habe dann immer bei dem am Drumset geübt und bin dann irgendwann dazu gekommen, dass ich dann von E-Gitarre, was ich zu der Zeit so 6 Jahre, 5 Jahre gespielt hatte, bin ich dann auf Drums gewechselt, weil ich gemerkt habe, das ist mehr mein Instrument. Die Band Basie besteht aus 4 Mitgliedern mittlerweile. Basti singt und spielt Gitarre. Ich mache die Drums, ich spiele Schlagzeug. Und unser Konstantin, der spielt die Synthesizer, also Keyboard und sowas, und macht die Produktion hintenrum. Und als neuestes Mitglied haben wir jetzt noch den Clovis mit in der Band. Der spielt E-Gitarre und macht den Background-Gesang. Basie hat sich so gegründet, dass Basti dieses Projekt schon vor 2 Jahren ins Leben gerufen hat, aber damals als Singer-Songwriter, also eher als Akustik-Ding. Und bei ihm war dann irgendwann mit der Freundin Schluss und bei mir auch. Und dann war es auch mit der Arbeit und Ausbildung so, dass es alles ein bisschen gekriselt hat und wir nicht so richtig wussten, wollen wir das unser Leben lang weitermachen. Und so bin ich dann eben zu ihm gekommen. Man darf aber auch nicht vergessen, dass wir uns schon seit dem Abitur kennen. Aber man hat sich so ein bisschen aus den Augen verloren über die Jahre, weil auch wenn man mit der Freundin zusammen war und so. Und dann haben wir uns einfach wiedergefunden und haben gemerkt, hey, wir wollen einfach das Ding machen, wir haben da richtig Bock drauf und wollen es halt auch professioneller aufziehen als alles, was wir davor gemacht haben. Wir spielen ja jetzt bald beim Campus Festival in Mittweida und es ist für uns eine Herzensangelegenheit, weil wir eben vor unseren Kommilitonen spielen können, die ja eigentlich tagtäglich immer irgendein Gelaber von uns mitbekommen, so, ah, oh, Basie hier, Basie da, bla bla bla. Und es dann halt einfach mal auch zeigen zu können, vor der eigenen Hochschule oder vor den Kommilitonen der eigenen Hochschule ist dann schon was Besonderes und da freuen wir uns auf jeden Fall mega drauf. Ich baue mich auf aus 1000 Teilen, lass ich los, werde ich fallen, fall in die Freiheit hinein. Meine Zukunft sieht so aus, dass ich auf jeden Fall mein Studium beenden werde, außer es geht mit der Band halt ganz steil bergauf, dass man sagen muss, Studium oder Band, weil das würde sich dann einfach nicht mehr vereinen lassen, wenn du irgendwie auf ganz vielen Gigs antanzen musst und gleichzeitig Prüfungen und Vorlesungen hast. Aber die Band steht immer auf Platz 1 und geht auch immer vor. Und solange wir alle noch mitziehen und es halt immer auch motivierend bleibt und dass man sich auch immer wieder neu motivieren kann, wird die Band auch immer weitergehen und da wird sich auch dann nicht mehr das Studium oder so davor drängeln. Aus 1000 Teilen.